Jo, schließ mal ab, Mann. Hast du abgeschlossen? Ja, klar. Okay, easy. Deswegen habe ich gewartet. Ja, alles cool. So, Bruder. Schönen guten Tag. Einmal. Achso, sie verkaufen gar nichts. Okay, Entschuldigung. Ja, dann gib mir das Torpedo-Meal. Ey, yo, Bro. Einmal, jo. Wenn du mal einen Job suchst, ne, der drüben, der macht hier auch Burgerbrater. Kannst du werden. Okay, Digga. Ah, nee, danke. Hast du was? Ich auch lieber ins Öl bezahlen. Ja, ja, ich hab Torpedo-Meal. Ja, der macht mir das Krieg erstmal eine Cola. Ach, geh weg mit deinem scheiß Menü, Digga. Obwohl, komm. Ah, der Blender. Weiß nicht. Ja, komm. Gib mir noch die kleine Small und noch ein dickes Menü. Komm, für den Kollegen nochmal. Ah, easy. Danke, Diggi. Ja, danke. Bruder. Ja. Setz dich richtig hin. Aber Bruder, ich setze mir lieber auf das obere Ding. Aber. Ist entspannter. So. Ja, schau, was essen hier. Ja, voll. Rein mit dem Sandwich, Alter. Und extra Soße. Erstmal eine Cola ziehen. Maschallah, Alter. So einfach so lange nicht. Lecker Schmecker. Cola ist einfach hier beste, ne? Ja. Aber die mexikanische, die war schon geil, Alter. Die hat halt reingekickt, Alter. Hm? Ja, die Boys habe ich aber auch nicht mehr gesehen, ne? Ja, aber ich schon. Auf so ein Burrito, Alter, da hätte ich auch schon wieder Bock. Ah, bei denen habe ich gestern mir eine mexikanische Cola im Park geholt, Alter. Also, Bro. Ah, ja. Mal ganz kurz so. Ja, wir sind ja unter uns hier. Also, was hast du gestern alles verpasst? Also, ich habe das erklärt mit Life Invader. Ich habe das geklärt mit den Autos. Wie gesagt, müssen wir halt hier einmal folieren gehen. Und dann haben die halt beide rein zufällig einen Lackschaden, weil man auf dem Firmengelände irgendwie aufeinander gefahren ist. Und ja, wie gesagt, ich würde da mit dem Lackschaden noch ein bisschen... Ja, ich meine ja nur, das wäre ja Worst-Case-Szenario. So, jetzt pass auf. Dann war mir arschlangweilig, Bro. Meine Gedanken im Kopf waren so kaputt, Alter. Ich sag dir, wie es ist. Der Typ auf dem Fahrrad spricht mich plötzlich an und sagt, yo, hast du Ott? Ich sag, ja. So, Bruder. So wäre das, okay, wär das ein Kopf gewesen, Alter. Ich wäre gefickt gewesen, Bruder. Bruder, du hast mich einfach in einer schweren Zeit mal kurz hops genommen, Alter. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Alles, was ich gemacht habe, ging am Anfang erstmal schief. Ich wurde 6-mal weggedrückt, 7-mal da und nirgends hier und dann bin ich zu dem Autohaut und dann, ja, bis morgen. Und ich dachte mir so, oh Gott, was tue ich denn jetzt eigentlich, Mann? Weißt du, ich war so richtig brainfogged, Alter. Ja, ich war schon im Kopf so weit, dass ich so zum Klamottenladen gegangen bin. Ich sagte, ich hab einen halben Klamottenladen gekauft. Ja? Und hab schon gesagt, Alter, ich zieh Farbe an, Alter. Ich war mit der Kassiererin schon richtig dicke, Alter. Ich hab schon überlegt, Alter, ich troll dich sogar und zieh Farbe an, Türkis, Alter. Und nenn mich dann Arzbros, Alter. Arzbros. Arzbros, Alter. Ja, ohne Spaß, Alter. Ich hab Hut ausgekundet. Ich hab alles schon, Alter. Ich war richtig fertig mit Leben. Dann hab ich plötzlich fast eine Kutte angehabt, Alter. Ja? Ganz schwierig. Ja, dann hab ich irgendwie dann wieder rumgefahren. Ich war 5-mal am Krankenhaus vorbeigefahren. Dann am anderen Krankenhaus im Südlichen. Dann habe ich plötzlich einen Influencer getroffen. Und so, der hat erst mir erklärt, ja, Laura Soft heißt der Typ. Dann habe ich gesagt, ob du mich verarschen willst. War dann dieser, ja, keine Ahnung, weißt du, heutzutage divers und so eine Scheiße, Mann. Ah, schwierig. Ja, Mann, dann war das der Typ, der Pietro Macaroni oder so, dieses halbe Nudelgericht, Mann. Der Typ. Ja, der hat irgendwie 1,8 Millionen Follower oder so, Digga. Der Typ, Alter, der hat mich voll gequetscht, Alter. Irgendwie ja, Umweltkampagne. Labert, glaube ich, auch mehr als wieder. Ja. Reden kann. Ja, Bruder. Ja, pass auf, noch nicht weiter. Also, ne, geht noch weiter, Bruder. Dann war ich wieder am Krankenhaus, Mann. Dann bin ich irgendwann hat es gekickt. Irgendwann kamen die Flashbacks, Mann. Bin reingegangen. Hab nach einem Job gefragt. Bruder. Soll man dir helfen? Ja, Bruder, ich sag's dir, wie es ist, Alter. Hast du psychische Probleme? Ja, Bruder, die Flashbacks waren da, Mann. Ich sag dir, wie es ist, Alter. Ich bin dann einfach reingegangen, hab gesagt, yo, bin das und das, will mich mal informieren. Und dann Ja, bis zum Praktikumsgespräch kam ich und dann war da eine Ausnahmesituation. Und im gleichen Moment wurde mir klar, Bruder, ich weiß nicht, ob ich das will. Also Praktikumszeit, pro Stunde kriegst du da $120. Aber das ist halt nicht so. Und danach wird es halt höher. Die wollen halt, dass ich dann sowas in die Rescue Unit und sowas gehen würde. Also, keine Ahnung, in unserer Zeit hat man es noch ja, Spitaldienst oder Rettungsdienst genannt. Keine Ahnung, Mann. Ja, Mann. Und ja, keine Ahnung. Ich habe mich schon wohlgefühlt. Ich war mit denen gleich dicke und Homie und so. Aber, boah, nee. Irgendwie bin ich dann in dem Moment dann schnell wieder raus, Alter. Weil ich hätte noch warten sollen eine halbe Stunde. Und dann habe ich gesagt, ach nee, ich komme morgen wieder, Alter. Jetzt, ja, heute ist morgen. Und ich war zum Glück noch nicht da, Mann. Schwierig. Ja, und dann als nächstes, Mann, ich sag's dir, wie es ist, als nächstes war dann schon wieder, dass ich dann halt nicht wusste, so, was mache ich denn? Und dann habe ich endlich über Social Net, so, also Liberty Net, habe ich dann endlich rausgefunden, dass es eine fette Party ist, Alter. Ich sag's dir, wie es ist, Alter. Ich hab getrunken, Bruder. Alkohol. Du hast getrunken. Bruder, erstmal alkoholisch, also alkoholfrei. Und dann war ich da auf dieser Techno-Party, Digga. Ich bin abgegangen. Ich hab da auch Kollegen getroffen. Ja, einmal das Paket habe ich da getroffen. Okay. Und ja, wie gesagt, auch den DJ da, ne, den habe ich jetzt auch gesehen. Dann noch ein paar korrekte Dudes gewesen hinter der Theke und so, ne, also ein bisschen auf Smalltalk. Ja, auf jeden Fall einmal, plötzlich kommen da hier irgendwelche Rapper von Influencer und so und dissen den Lost MC. Lost MC war auch da, Grüße gehen raus, Alter. Ich sag dir, wie es ist, auf der Straße war danach eine fette Schießerei und ja, also der Influencer hat halt gecallt, Mann, Lost sauft Sperma oder irgendwie so, Mann. Ja, Bruder, am Ende war der Typ los, das sag ich dir, aber da war auch dann irgendwie parallel noch mehr und es war alles so Chaos, Alter. Ich bin dann irgendwann gegangen, Alter, hab dann, also nach den schlechten Rapper habe ich dann erstmal noch dann angefangen zu trinken. Erst habe ich nur den Tequila ohne Tequila gesoffen, danach habe ich beides in einem gesoffen. Bruder, mir ging's gut eigentlich, ja, ich habe das gut vertragen, aber ich sag dir, wie es ist, Alter, ich wusste nicht, wo, also ich war so froh, dass du heute da bist, Mann. Ich glaube, ich wäre also, sonst heute irgendwo abgekommen. Ich hab gedacht, ich bin lost, weil ich heute am Strand aufgewacht bin. Nee, Mann. Nee, Mann. Ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin. Ja, gut, aber... Aber was du mir da gerade erzählst. Ja, Bruder, ich sag's mal so, ich war dann noch eine Tour Öl transportieren, Bruder, aber da ist mir dann noch ein bisschen was aufgefallen. Also Nummer 1 ist, ich habe noch Max kennengelernt. Max arbeitet bei Stallion als Putzkraft, Mann. Max ist eigentlich ein ganz korrekter Dude, der nutzt das Auto von Stallion, also auch so ein Transporter-Dude und macht damit seinen Chef, Alter, der fährt auch für uns gerne Transporte oder irgendwie sowas. Das habe ich mit dem schon ausgehandelt oder ist halt Informationsquelle. Also, was ich auch rausgefunden habe, ist Stallion und Stallion Logistik gehört eigentlich zusammen, sind aber zwei unterschiedliche Geschäftsinhaber. Also es ist irgendwie so wie bei Subway, man kauft sich die Lizenz und das war's dann, weißt du. Ja, genau, richtig. So, und der arbeitet nicht bei Logistik, sondern der arbeitet bei normal. Bei Logistik habe ich dann mein Öl verkauft, Bruder, guter Lohn gehabt, aber Bruder, Alter, der Typ kommt erstmal an und sagt, deine Klamotten sind richtig dreckig. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin ja auch kein Geringverdiener und trage halt nur so Normalklamotten, Mann. Ich zieh doch nicht einen Blaumann an. Er so, Blaumann doch. Dann so, ja, sehe ich so aus, Alter, schmutzige Klamotten sind das, was ich einschätze. Also habe ich nicht so beliebt gemacht. Mir egal, er hat das Geld überwiesen, sonst wäre ich da heute reingelaufen und hätte das Geld rausgenommen. Also ich sagte, süßes. Reifen abgeschraubt, Alter, da hätte ich kein Problem gehabt. Dachte mir so, diese Lack- und Lederaffe sagt zu mir, ich sehe dreckig aus, weil ich von der Ölpumpe komme, aber lädt mein Ölfässer mit einem Anzug ab, Alter. Dachte mir so, als ob der Typ auf den Kopf gefallen ist. Aber anscheinend ist es der Chef von dem Laden. Mit dem habe ich auch schon gesprochen. Keine Ahnung, Alter. Also manche sind echt lost, Alter. Naja, ja. Ende vom Lied, Alter. Max habe ich kennengelernt. Ist relativ fresh, Mann. Dann dieser Typ auf dem Fahrrad, heißt Ronny, Alter. Der ist richtig dulli, Alter. Der kifft einfach, glaub nur den ganzen Tag und fährt scheiß Fahrrad, Alter. Naja, ja. Und dann habe ich... Laufen. Ja, und dann habe ich noch, ja, war ich halt davor noch auf der Party, ja, wie gesagt. Und, oh Gott, was noch, Alter? Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Achso, ja, Mann, beim Öl ausfahren ist mir was aufgefallen und da kommst du jetzt mal mit. Hast du fertig gegessen? Ja. Ja, easy, warte mal. Nehmen wir das Zeug mal mit. Leg mal zusammen. Ein bisschen rein. So, zack, easy. Jo, ciao, ciao. Ciao, ciao, heute Ackermann. Ihr habt nichts gehört, ansonsten bringe ich euch um. Haha, witzig, nee, Spaß. Also, ich habe jemandem noch gesagt, dass wenn er mich nochmal dumm anguckt, dass ich ihn verbuddel. Ja, perfekt, Digga. Vielleicht den Max. Das kann gut sein, deswegen ist er vielleicht auch freundlich zu mir. Ja, vielleicht habe ich dem auch dann gestern mal kurz meine Waffe gezeigt und habe ihm gesagt, ich bin ja kein asozialer Drecksack. Ja, wohin? Wie bitte, Bro? Wohin? Also, park mal am 24-Stunden-Job hier. Am 24. Ja, genau. Übrigens, ne? Also von meiner Gerichtsverhandlung habe ich übrigens gehört. Ja, scheiß drauf, Digga. Ja, ich rufe da nicht an. Ich habe kein Problem, wenn die nicht passiert. Ja. Also ich bin eigentlich auch ganz dicke jetzt mit so dem einen oder anderen Medic, also mit denen konnte man ja schon quatschen, die fanden mich auch korrekt. Ich glaube, die hätten mich auch sofort eingestellt, Mann. Ah, Mann, ich weiß nicht, Mann. Ich glaube, die suchen hier halt alle noch recht viel Personal. Ja. Lass nicht drüber reden. Mhm. Ja, ansonsten habe ich rausgefunden, dass man beim Schrottplatz, wenn man auf dem Schrott sucht, dass du irgendwie unterschiedliche Sachen auf dem Schrottplatz findest, die du mitnehmen darfst mit nach Hause. Okay. Und Stallion da auch Teile von abkauft, dass es immer mindestens das Doppelte gibt. Okay. Also irgendwas muss ja da Interessantes sein, Digga. Ja, park einfach mal hier. Mach dein Auto aus. Ich kann das nächste Mal auch ausmachen, komm mit. Ja, klar. Naja, ich war gestern hier noch unterwegs, Mann. Und ich habe die Platz gesehen. Platz? Okay. Mhm. Und ich sag mal so, Mann. Wir sind ja eigentlich immer neugierig, gell? Mhm. Ah, Bro. Du bist nicht so neugierig wie ich. Und ich hab zu dir gesagt, hier ist noch was bisschen kuscher, Alter. Ich hab nicht getrustet. Ja. Und ich weiß nicht, ob das schlechte Mitarbeiter sind, die hier stehen. Ja. Aber melden tun die auch nichts, komm mal mit. Rutsch nicht aus, Mann, von der Scheiße hier. Ja, nicht wundern, Mann. Yo, Homie! Das ist Pete. Oh, Alter. Max hat mir erzählt, es gibt einen Job, wo man Graffitis wegmachen kann. Und Pete ist der Dude, der die anderen beauftragt, noch mehr Graffitis hinzumachen. Hey, Roadroods, Papa. Also, Pete spricht nicht so viel, Pete hat nicht so Bock. Du kannst von dem ein Fahrrad bekommen, da oben stehen die Fahrräder und dann kriegst du immer eine Liste, wo du jetzt wieder sprayen musst, wo die anderen geputzt haben. Der hat anscheinend einen Kontaktmann zu diesem Putzjob. Okay. Und somit bei Pete kann man Graffiti sprayen. Okay. Weißt du, was der gibt? Ja, also ich habe jetzt einen Graffiti für ihn gesprayt, weil es dringend war, hat mich gebeten drum. Ja, so 25, 30 Dollar ist. Okay. Und das war dann hier direkt schon auf dem Vorhof. Okay. Ja, also wenn man ein bisschen Bock hat, ein bisschen zu sprayen. Richtig. Ich sag dir auch so, ich gebe so ein bisschen Fick auf die Cops, Mann. Ich weiß nicht überhaupt, was ich hier noch von halten soll. So, die Cops, die waren mir gestern auch ein bisschen unsympathisch, ne? Also. Die Cops waren eigentlich recht sympathisch. Also selbst da, wo die uns Hops genommen haben. Nicht? Also die waren halt eigentlich, schon nett. Ja, nee, nett sind die schon, aber die nehmen auch mal gerne die Vorfahrt, Mann. Und heute Morgen habe ich auch schon Stress mit dem Cop gehabt, Alter. Der dachte, ich hätte falsch geparkt. Dann habe ich zu ihm gesagt, mein Bruder, das ist nicht mal mein Auto, Mann. Wollte auf mich schießen, Bruder. Der hat gesagt, ja, ich habe kurz eine Zuckbewegung gemacht. Direkt war dem seine Hand auf seiner Waffe, Alter. Ich habe zu ihm gesagt, okay, Bruder, ich habe Respekt, Alter. Aber übertreiben braucht man es auch nicht, weißt du? Ja, die sind ein schneller Abzug. Ja. Ich hab zu ihm gesagt, ich wünsche ihm noch einen ruhigen Dienst und nicht so viele Leute töten, Mann. Ist das schlecht für die Quote? Er hat drüber gelacht, anscheinend macht er das öfters, Mann. Also somit. Ja, keine Ahnung, Mann. Deswegen, ich sag's dir, wie es ist, Alter. Ich hab der Typ beweist mir einfach, dass diese Stadt echt noch viele Fragezeichen aufkommen lassen, weißt du, was ich meine? Ja, das auf jeden Fall. Und ich sag mal so, die Stadt ist halt auch noch nicht im vollen Gange, ne? Ja. Aber ist vielleicht halt auch ganz gut, ne? Mhm. Ja, ansonsten würde ich mal sagen, wir fahren mal kurz in Central Park, weil da merkt man schon, dass man viele Informationen bekommen, Bro. Okay. Ja, alles ja. Auch nicht mehr machen, ne? Ja, Bruder. Ich wollte heute auch nicht so eine lange Schicht machen, Alter. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt in Central Park fahre. Ja, doch. Wir fahren noch kurz in Central Park. Ah, aber dann muss ich dann wieder zurückfahren. Ja, Bruder, nicht schlimm. Ja, doch schlimm. Nee. Das reicht noch, Bruder. Das reicht noch, Mann. Ja, Ende vom Lied. Also, ich habe mir halt jetzt überlegt, dass wir vielleicht den einen oder anderen Dude. Wir stellen nämlich Sachen Und der arbeitet für uns. Aber halt ohne Gewerbe erstmal. Weißt du, der bringt uns nur mal die Rohstoffe. Mhm. Wir bezahlen den. Und dann verkaufen wir das einfach mal. Weißt du, was ich meine? Ja. Ob wir das an Stallion verkaufen. Oder wohin wir das verkaufen. Das ist ja mal scheißegal, Mann. Was ich jetzt noch als nächstes machen möchte, eigentlich am liebsten, ist, dass ich irgendwie rausfinde, was macht Stallion mit dem Material? Exportieren die das? Wo ist der Kontakt, Mann? Sowas vielleicht. Weißt du, wo wir einfach vielleicht auch mal... Die stellen ja irgendwas her aus dem Zeug. Ja, oder nicht. Oder sie verschiffen es direkt. Aber dann müsste es ja irgendeinen Mittelsmann geben, der... Kommt was. Wow. Hey, alles klar? Hey, yo, Mann. Ich ruf die Polizei. Ja gut. Das war bad, Alter. Ah, shit, Alter. Das ist... Ach, come on, Alter. Ja. Get down. Kopfschmerzen sei Dank, Alter. Nee, das ist kein Bug. Er hat einfach nur die Connection kurz verloren. Ich war der Fahrer. Ich hatte Kopfschmerzen. Harten Migräneanfall. Baby, kannst du mich wahrnehmen? Hallo? Hallo? Hörst du mich? Und dem geht's nicht mehr so gut. Hast schon Krankenwagen gerufen? Hab ich, ja. Okay. Scheiße, Alter. Wenn du mich wahrnehmen kannst, leg dich mal hin, Alter. Also ich glaube, der ist weg. Oh, Alter. Grenanfall, ganz schwierig. Scheiße, Digga. Mechaniker, die kann ich auch direkt anrufen. Judezeichen. Fuck, Bruder. Rudi, lass mich hören. Ja. Rettung ist unterwegs. Hallo, der Notarzt kommt. Ja, mach ich mal voll weg, Mann. Oh, bleib sitzen, bleib liegen. In Ordnung. Ja, geht so. Passiert. Okay. Ich hatte einen Migräneanfall, mich hat es hier voll gegen den Baum gescheppert und er ist rausgeflogen. Okay. Sir, wie geht's Ihnen? Ich rufe die Medics, ja? Ja, die Medics sind schon verständigt. Okay. Sind Sie ansprechbar, Sir? Sind Sie klaren Gedanken, Sir? Beruhigen Sie sich, gell? Die Medics sind kurz unterwegs, ne? Schau mir das mal an, ha? Die Beine schauen ziemlich schlimm aus, Sir. Ja, Sir, Medics sind unterwegs. War das ein Versehen hier oder war das mit Absicht? Ich nehme mal an, es war ein Versehen. Okay, ich hatte einen Migräneanfall. Okay. Ja, wie so oft heute, ne? Ah, schwierig. Das ist heute, ja. Das Wetter ist nicht gut. Nein. So. Ich, versorge vorsorglich mal die Wunde. Haben Sie irgendwelche offenen Wunden? Sehe ich jetzt keine, Sir? Gut. Wer hat die Medics verständigt? Habt ihr das gemacht? Nee, das hat der Typ hier auf dem Bike gemacht, aber der ist irgendwie weg. Okay, ich glaub, der hatte auch Kopfschmerzen. War der auch beteiligt? Ich rufe nochmal an. War der auch beteiligt? Nee, ich glaube nicht. Wie gesagt, ich war kurz weggetreten. Ah, okay. Ich habe dann alles gar nicht gesehen. Ei. Am besten nicht viel bewegen, okay? Was ist passiert? Alter. PD24, Kingsley hier, wir haben hier einen Verkehrsunfall mit zwei... können Sie sagen, was passiert ist? Nee, ich weiß es leider auch nicht. Ich weiß nicht, angeblich wurde schon... Ich weiß es auch nicht, wie gesagt, war weg. Hast du wieder so einen gottverdammten Migräneanfall gehabt, du sollst du deine Tabletten nehmen. Sind Sie ins Auto gefahren? Hab ich. Liam ist gefahren. Ah, okay. Sie waren Beifahrer, ja? Ja. Da stehen wir. Zwei verletzte Personen, ein Motorradfahrer. Weißt du, was passiert ist? Ja, ich habe gesehen, dass der da gegen den Baum gefahren ist und dann hat's rausgebrezen. Okay, die Medics sind unterwegs, ne? Scheiße. Kollege, kümmere dich um den Herrn, ne? Schau mal, ob er irgendwas braucht. Wir haben noch einen Verband. Ja. Mir ist ein bisschen kalt. Eine Hunderdecke mal runter. Geil. Oh. Shit. So schlecht. Hey, Liam, du Hurensohn. Halt durch. Also, ich kann auch nichts dafür. Was passiert? Warum nimmst du nicht deine Tabletten für die Migräne? Ich mach Ihnen mal eine Decke hier rüber, ja. Oh ja, danke. Hier ist Gold nach oben, ne? Ich gebe Ihnen hier mal eine Wärmedecke, Sir. Hab ich schon drüber gelegt, ja. Ah, okay, danke. Wunderbar. Ah, wird schon wärmer. Medics sind gleich da, Sir. Ja. Und am besten nicht zu viel bewegen, weil man weiß nicht, was gebrochen ist oder wo. Genau. Nee, brauche ich da nichts, das sehe ich, das spüre ich. Okay. Wo tut's überhaupt weh? Wo tut's denn weh? Ich bin... So. Ich gebe ihm mal ein bisschen ein Schmerzmittel, Sir. Na? Sie geben mir nichts. Sie geben mir keine Schmerzmittel, dafür sind sie nicht qualifiziert genug. Ich bin Rettungssanitäter. Dafür bin ich qualifiziert, Sir. Ich habe einen Erste-Hilfe-Kurs. Dafür haben Sie das. Maßnahmen im Ersten. Scheiße an. Liam sagt Ihnen, dass ich Rettungssanitäter bin. Okay, es hilft jetzt auch nichts. Die haben aber keine Ahnung. Ich will Propofol. Die Kollegen sind unterwegs, ne? Damit kann ich leider nicht dienen jetzt mit Propofol. Waren Sie hier beteiligt? Ich hab das nur mitgehalten, ah, okay. Ich hab das nur gesehen. Okay, gut, gut. Oh Gott. Ich hab auch angerufen. Oh Gott. Naja. Das tut mir gut, alles gut. Blutig. Ja, scheiße. Der Herr blutig irgendwo. Ich sehe jetzt im Moment nichts. Nein. Das ist gut. Das ist drücke Sie mir mal auf den C rechts und auf den C links, bitte. Ah, ich drücke mal drauf. Sonst mal. Ah. Ist das okay? Ja, das? Ja, nicht so fest. Nächstes Mal ja, vielleicht angenehmer. Ist aber noch gut, ist aber gut, wenn Sie es fühlen. Alles gut. Okay, alles gut. Okay. Dann ist da nichts Schlimmeres gebrochen. Schon mal kein Felgenkauf für den Rollstuhl. Nein, nein, da denkt man noch nicht. Sie fahren noch weiterhin schöne Autos. Ah, ja. Also was denken wir nicht. Wir sind jetzt schon da, hier kommen sie, ich höre sie schon irgendwie. Ja, alles gut. Ich hoffe, die sind jetzt nicht so grobmotorig wie Ihr Kollege. Nein, alles gut. Mein Kollege ist ganz in Ordnung, der wollte nur helfen. Ja, alles gut. Der wollte nur helfen. Ja, alles gut. So, dann mache ich mal Platz für die, die Leute, ja? Alles gute Besserung noch, ja? Ja, danke, danke. Ja. Zwei Verletzte, richtig. Oh. Ja, richtig. Oh Gott, Alter. Guten Tag. Sir, hallo. Können Sie mich hören? Ja, ich bin ansprechbar. Sir, was ist passiert? Der Kollege hat einen Migräneanfall gehabt, der nimmt normalerweise dafür Tablette und ich habe wieder meine kleine, also ich habe Panik bekommen, habe reingegriffen ins Lenkrad und ja, dann sind wir halt da dagegen, aber ich war kurzzeitig bewusstlos, ich gehe mal davon aus, dass ich synkopiert bin. Gut, ich taste Sie einmal kurz ab. Ja, DMS hat der Polizist gerade schon getestet, beide Füße vorhanden, das kann ich Ihnen schon mal sagen. Okay, ich drücke jetzt einmal kurz Ihre Brille zur Seite. So, einmal die Brille ab und einmal runter. Ja, einen Moment. Oh Gott. Mir ist nur ein bisschen sau extrem schlecht. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Also ich will Sie nicht kotzen. Wenn Sie einen Sixpack haben, wäre es super. Alles gut. Kowalski, brauchst du Unterstützung? Alles gut, schaffe ich. Passt. Gut, kümmere dich jetzt mal an. Ja. Okay. So, dann. So, ich darf du sagen? Ja, klar. Gut, dann guck mich mal bitte an. Ist dir schwindlig? Ist dir schlecht? Ja, schlecht, ja, schwindlig nicht. Das ist schon vorbei. Okay, Rücken, Kopf, Arme, Schultern, Beine, was tut dir weh? Nee, also es ist halt eher so Druckgefühl, so... Also ich fühle mich, als ob ich wirklich synkopiert einfach nur bin. Okay, gut. Dann versuch mal, dich einmal hinzusetzen. Kriegst du es hin? Halte ich an meinen Arm fest? Nee, Alter, dann kotze ich dir her. Ich sag das, wie es ist. Okay, gut. Dann, wenn du so starke Beschwerden hast, ist tatsächlich... werden wir dich mitnehmen. Ja, alles gut. Das bringt so nichts. Ja, nee, so, ich gebe dir gleich mal einmal einen Tropf. Ja. Und fertig. So. Ich kann aus der Ecke rausgehen, nur so halbwegs, gell? Machen wir gleich, immer mit der Ruhe. Machen wir mit der Ruhe. Oh Gott. Geht's Ihnen gut soweit, Sir? Den Umständen entsprechend, oder? Brauchen Sie uns noch? Wollen Sie Anzeige stellen, etc. irgendwas? Nee, das ist mein bester Kumpel, aber das ist schon in Ordnung. Das ist schon in Ordnung. Gut. Können Sie mir einen Gefallen tun? Ja. Nehmen Sie bitte die Daten von dem Ersthelfer auf oder richten Sie aus, dass es Danke dafür. Der ist schon abgefahren. Haben Sie eine Telefonnummer von dem? Nein. Ah, schade, weil sonst hätte ich mal mich bedanken wollen. Okay, aber wenn ich ihn heute noch sehe, dann nehme ich das auf, Sir. So, auf jeden Fall. Alles klar. Dann geben Sie mir mal schnell Ihren Namen, Sir. Pablo. Jeremy Pablo. Genau. Jeremy Pablo. Okay, schreibe ich mir so auf. Falls sich da heute was noch tut, dann sage ich Ihnen Bescheid. Ne? Jetzt erholen Sie sich erstmal gut. Okay, ja, Sir. Nee, ist schon wichtig, wenn Leute anhalten. Ne? Also das ist sehr gut, sehr vorbildlich war das, ja, genau. Okay, super. Ich wünsche Ihnen was. Gut, vielen Dank, Herr Hund. Verabreichen Sie nicht irgendwelche Medikamente, nein, das dürfen Sie nicht. Ich habe zurückgezogen. Ja, das hoffe ich auch. Ich habe ihn ein bisschen an positiv. Ja, eine Decke drüber verbannt. Ja, ich weiß. Wie man das macht. Ne? Egal wie schlecht es einem geht, das lasse ich nicht zu, das merke ich mir. So, alles wir haben jetzt die Frage einmal neben Sie gestellt. Wunderbar. Ja. Officer, beide? So, bitte einmal mit anfassen. Sie greifen bitte einmal unter den Hintern, ich greife über den Kopfbereich und Sie nehmen die Beine und dann heben wir ihn auf die Trage rauf. Auf jetzt. Auf 3. 1, 2 und 3. Zack. So, einmal auf die Trage. Gut. Dann schieben wir den einmal kurz. Helft ihr mir mit? Ja, einmal kurz zum Rettungswagen. Okay, ich bin bei dir. Okay. Ja, Sie können gleich gerne nachkommen. Alles klar. Lassen Sie sich bringen. Sehen Sie erstmal vom Fahren ab. Ja, ich muss sowieso erstmal jetzt. Oh Gott. Ah, alles wird gut. Das kriegen wir gleich wieder alles hin. Ja, das sage ich Sie. Ach, ich habe heute weit schlimmere Sachen gehabt. Alles gut. Ja. So, dann einmal rein mit ihm. Ich fahr hinten mit. Ja. Wahnsinn. Okay, wir können abziehen. Gut, Jan. Danke für die schnelle Arbeit. Ne? Ja, alles gut. Gut, danke. So, Sir. Ich werde Sie jetzt einmal pieksen. Lassen Sie mich erst die Jacke noch rausziehen, sonst kriegen Sie auch keine Werte. Ja, kriegen wir erstmal hin. Erstmal kriegen Sie einmal eine Ringerlösung, einmal Flüssigkeit. Ja. Und ein Medikament gegen die Übelkeit erstmal. Ja, so. Bei 3 piekt's einmal. 1, 2 und rein damit. Ja, alles gut. Alles wunderbar. Alles gut, ja. Sie sollte wissen... Bei mir dürfen sie machen, was sie wollen. Ich bin ehemaliger Rettungssanitäter. Ich weiß, was ich tue. Solange sie ihren Job richtig machen. Alles gut, Sir. So, dann, wird es jetzt ein bisschen kalt im Arm? Merken Sie ja mit Sicherheit. Ja, zieht ein bisschen. So, super. Und jetzt fahren wir sie einmal, jetzt wird es ein bisschen schaukelig. Alles gut. Ja. So, einmal eine Nierenschalle, einmal da reinkotzen, wenn Sie müssen. Ja, lassen Sie alles raus, was raus muss. Alles gut. Alles gut. Alles gut, so. Hier einmal, ich tupfe ihn einmal kurz den Mund ein bisschen ab, dass das wieder ein bisschen sauberer ist für Sie. Danke. So. So. Danke. Brustdruck, Enge, Übelkeit. Ja, also Übelkeit. Jetzt ist es ein bisschen besser geworden, sage ich Ihnen, wie es ist. Metern. Ja, Achtung. Komm, noch mehr Kopfschmerzen. So. Nein. Da haben wir einen Patienten verloren. Ah, shit. Okay, warte, jetzt scheiße. Ah, warum ist denn das heute so schlimm? Nein, Jungs, wartet auf euren Patient. Sie nennen mich den Elektroretter in der Not. Bewaffnet mit Pflaster, ein klein wenig Schrot. Ich hol dich zurück, keine Angst vor.